Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum vierten Termin unserer Social Media A-Vorlesung. Heute ein wunderschöner Tag draußen, kein Unibetrieb. Die Corona-Situation lockert sich langsam. Wir nähern uns der neuen Normalität an. Es sind sehr, sehr spannende Zeiten, in denen wir leben. Sie wissen vielleicht, ich wünsche dir ein interessantes Leben, ist ein bekannter chinesischer Fluch, ausgehend von der Philosophie, von der chinesischen Philosophie der Gleichförmigkeit, durchaus in der Tradition des Stoizismus zu sehen. Je weniger Außergewöhnliches passiert, desto ereignisloser und möglicherweise auch angenehmer ein Leben. Deshalb also, ich wünsche dir ein interessantes Leben als Fluch. Und interessant bedeutet natürlich Abweichung von der Norm. Für uns als Kommunikationswissenschaftler, wir befinden uns, wenn Sie so wollen, in dieser Corona-Krise quasi im Zentrum eines wirklich gravierenden Umbruchs. Was ich in den letzten Wochen und Monaten festgestellt habe beim Arbeiten, Sie wissen ja, wenn ich nicht Vorlesung halte, dann mache ich normalerweise Kommunikationsstrategie und vor allem LinkedIn-Workshops in Unternehmen. Und da wurde natürlich in den letzten Wochen und Monaten so ziemlich alles auf Online- und Zoom-Meetings, Skype-Meetings, Microsoft-Team-Meetings umgestellt. Und was ich sehr, sehr spannend daran finde aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive, es gibt natürlich sehr digital affine Personen, das hat bis zu einem gewissen Grad auch mit dem Alter zu tun. Und es gibt sehr viele, die bisher noch überhaupt keine Erfahrung hatten mit Videostreams, mit Live-Meetings. Und wenn Sie so wollen, gezwungenermaßen durch diese Corona-Situation, durch das Homeoffice, sind da jetzt plötzlich eine sehr viel größere Zahl von Menschen als vorher mit diesem digitalen Format zum ersten Mal in Verbindung gekommen, mussten ihre Meetings eben virtuell abhalten, haben vielleicht sogar zum ersten Mal ihre Webcam und ihr Mikrofon angeworfen, um sich mit jemandem zu unterhalten. Und unabhängig davon, wie sich die Corona-Situation jetzt weiterentwickelt, Sie haben wahrscheinlich mitverfolgt, die Kommunikation der Regierung, dass natürlich sehr genau beobachtet wird, ob es einhergehend mit den Lockerungsmaßnahmen erneut einen Anstieg gibt. Da ist sozusagen, selbst wenn sich die Situation bestmöglich entwickelt, wenn am 15. Mai alles aufsperrt und wir dann im Juni sagen, hey, wir haben kein Corona-Problem mehr, wird wahrscheinlich leider nicht so sein, aber selbst dann kann man diese Dinge, die während dieser Phase passiert sind, natürlich nicht ungeschehen machen, oder auf Englisch sage ich immer gern, you cannot unlearn this. Sie haben vielleicht auch mitbekommen, der Status der Umweltverschmutzung international, aber auch in Österreich, Luftqualität in vielen Städten, wenig überraschend, ist jetzt natürlich wesentlich besser durch den geringen Verkehr. Und eigentlich, wenn man sich Expertenkommentare durchliest, da sind sehr viele sich darin einig, dass sie sagen, so wie bisher hätte es ohnehin nicht weitergehen können. Und dieser erzwungene wirtschaftliche Halt durch Corona, der wird auch ganz, ganz gravierende Nachwirkungen haben. In dem Sinne, dass, das garantiere ich Ihnen, auch zukünftig viele Meetings, wo man bisher halt noch in der Gegend herumgefahren wäre oder vielleicht geflogen, weiterhin virtuell stattfinden werden, weil einfach viele Leute bemerkt haben, dass das auch eben recht gut funktioniert. Natürlich lässt sich nicht alles 1:1 auf online übertragen. Ich mache zweimal im Jahr Workshops über Wahrnehmung, führe dort Zaubertricks mit meinen Hunden vor, Mentalmagie. Das funktioniert über Zoom nicht wirklich. Aber die meisten Formate lassen sich schon ganz gut auch digital abbilden. Also hier macht die virtuelle Kollaboration oder hier machen digitale Technologien einen ziemlich großen Schritt nach vorne, oder wir machen gesellschaftlich einen ziemlich großen Schritt nach vorne. Und wenn Sie so wollen, das ist natürlich schon ein Turbo für die Digitalisierung. Das heißt, diese Systeme und Möglichkeiten, die bisher eigentlich nur von einem relativ kleinen Teil der Nutzer aktiv verwendet wurden, die sind jetzt mittlerweile in der Masse auf breiter Basis angekommen, und wenn Sie so wollen, in der Logik der digitalen Kommunikation, wenn wir kurz zurückdenken, Beginn des Internet, da war ja nicht wirklich das World Wide Web. Das World Wide Web kam erst relativ später dazu, lange vor dem World Wide Web gab es andere Internet-Services, IRC beispielsweise, das frühere Chat-Protokoll, oder auch die beliebten Newsgroups, und so richtig großen
Massenerfolg oder Massebil bekam das Internet dann eben mit dem World Wide Web. Mitte der 90er Jahre war es in Österreich so, dass in etwa 40%, knapp unter 40% der in Österreich lebenden über 16-jährigen damals Menschen Internetzugang hatten, entweder privat oder in der Arbeit. Diese Zahl ist dann natürlich sehr schnell nach oben gegangen. Parallel dazu hat sich auch die technischen Möglichkeiten sehr verbreitert. Am Anfang waren Internetseiten ja im Wesentlichen statische Text- und Bildressourcen, verbunden durch Hyperlinks. Dann kamen immer mehr interaktive Funktionen hinzu. Ich sage auch immer ganz gern, für mich der erste Vorläufer oder eigentlich der Beginn von Social Media sind die Gästebücher auf Homepages. Werden Sie wahrscheinlich zu jung dafür sein. Das war Ende der 90er relativ üblich, dass man, wenn man eine Homepage betrieben hat, dann gab es dort ein Gästebuch. Die von Ihnen, die ab und zu wandern oder Berggipfel erklimmen, die kennen vielleicht diese Gipfelbücher, wo man sich dort einträgt. Ja, und so ähnlich waren eben diese Gästebücher auf Homepages. Im Wesentlichen hat man da reingeschrieben, hallo, tolle Homepage, ich war hier, besuch mich doch auch mal. Warum sehe ich das als Vorläufer von Social Media? Weil es eigentlich einer der ersten Bereiche war, wo Internetseiten eben keine statischen One-Way-Informationsressourcen mehr waren, sondern wo Interaktion möglich wurde. Zwar in bescheidenem Ausmaß, aber eben doch. Zugleich mit den schnelleren Internetleitungen, mit leistungsfähigeren Technologien, wurde das Netz dann immer multimedialer. Videos waren ja erst sinnvoll möglich, sobald, ich kann mich erinnern, dass das allererste Online-Video, das wir runtergeladen haben, damals noch im Computerraum vom alten Publizistikinstitut in der Schopenhauer Straße, das war Star Wars. Ich glaube, der erste Teil oder so, hatten wir natürlich eh alle gesehen, aber ein Kollege von mir meinte, schaut's mal, man kann jetzt viel mehr online runterladen und Datenvolumen war relativ teuer. Auf der Uni hatte man eben den Gratiszugang und schnelles Internet. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dieser Film hatte, glaube ich, 600 Megabyte. Ging sich also irgendwie aus auf eine selbstgebrannte CD. Und das Bild ungefähr in Briefmarkengröße. Also man musste den Film definitiv vorher kennen, um überhaupt etwas mitzubekommen. Mittlerweile haben wir HD-Streams, 4K-Streams. Also auch in dieser Hinsicht sehr viel mehr Datenübertragung möglich. Und diese Interaktion wurde natürlich auch immer wichtiger. Social Media, eine der ersten oder nicht überhaupt die erste Social Media Seite, MySpace, wenn man es vergleicht mit den heutigen Social Media Plattformen, zumindest optisch eine fast anarchische Community. Man konnte dort sein Profil freigestalten. Klingt jetzt erstmal gut, führte aber dann man kann jetzt wirklich CSS-Codes verwenden und Grafiken, führte dann halt auch dazu, dass beim einen Profil das Menü links oben war, beim anderen rechts unten, beim dritten gar nicht klickbar. Aber was man schon sehr deutlich gemerkt hat an diesem Erfolg von MySpace, dass da ganz offensichtlich ein großes Bedürfnis da ist, selbst zu kommunizieren, eben nicht nur Informationen passiv zu kommunizieren, sondern das eigene Profil zu pflegen und so weiter und so weiter. Wie es halt oft ist, auch bei neuen Technologien, MySpace war anfangs sehr erfolgreich, aber dieser Erfolg hat nicht lange angehalten. Es gab dann zwischendurch StudiVZ und SchülerVZ und diese VZ-Netzwerke, die im deutschsprachigen Raum recht populär waren. Es gab in Osteuropa einige Social Media Netzwerke, ich kann mich gar nicht mehr an die einzelnen Namen erinnern, die auch alle Nutzerzahlen im Millionenbereich hatten. Und dann ist eben Facebook gestartet. Am Anfang wurde das relativ reserviert aufgenommen, aber es hat sich dann doch gezeigt, es gab dann diesen Turning Point, wo quasi alle, MySpace war da schon nicht mehr sehr relevant, da wurden alle, zumindest in Österreich und Deutschland, von StudiVZ drüber gewechselt sind auf Facebook. Und da hat man auch gesehen, wie schnell sich solche Verhältnisse verschieben können. Das ist auch deshalb spannend, wenn man aus medienökonomischer Sicht darüber nachdenkt. Da gibt es diesen Begriff Economies of Scale. Und unter Economies of Scale versteht man, dass viele Businessmodelle gerade im medialen Bereich sehr, sehr stark von der Größe oder der Skalierung abhängig sind. Ein Social Network zu programmieren ist ein gewisser technischer Aufwand, aber der Wert eines Social Networks geht gegen Null, wenn es niemand benutzt. Also mit anderen Worten, der Wert eines Social Networks, der speist sich sehr, sehr stark
aus der Anzahl von Personen, die dieses Netzwerk auch benutzen, mit denen Sie in Kontakt bleiben möchten. Etwas trivialer ausgedrückt, V-Kontakte, sehr populäres Social Network in Russland. Ich hatte in den vergangenen Semestern immer wieder Studenten und Studentinnen aus Russland oder eben aus angrenzenden Ländern, die VK sehr viel verwenden, meistens auch Facebook parallel. Aber der Punkt ist, ich nehme natürlich dieses Netzwerk, ich registriere mich dort und bin vor allem dort aktiv, wo eben meine Bekannten, meine Kontakte sind. Und da hat es eigentlich lange geheißen, ja, Facebook hat da keine Chance gegen MySpace. Die haben schon eben diese Marktgröße erreicht, eben diese, aufgrund dieser Economies of Scales, was quasi kaum mehr möglich ist, denen diesen Rang abspenstig zu machen. War ein großer Irrtum. Ist auch eine interessante Frage, warum so etwas so geschieht. Auf der einen Seite technologische Weiterentwicklung und auf der anderen Seite, MySpace war zwar in der Hinsicht eine Social Media Plattform, dass man sein Profil gestalten konnte, seine Freundeslisten hatte, aber es gab keinen Newsfeed in diesem Sinn. Das heißt, MySpace hat eigentlich so funktioniert, dass sie im Wesentlichen die Profile von Bekannten besucht haben und die große Neuerung oder die große Erfindung Facebooks war dieser Newsfeed, der seither ein ganz zentraler Bestandteil so gut wie aller Social Media Plattformen ist. Das heißt, sie haben auf der einen Seite ihr Profil, das sie gestalten, auf der anderen Seite dieser Newsfeed und der setzt sich eben zusammen aus den Beiträgen, die ihre Kontakte posten, aus Beiträgen, die Seiten posten, die sie veröffentlichen, im Fall von Facebook auch aus Gruppenpostings. Und wenn Sie so wollen, das Erfolgs- oder das Qualitätskriterium für eine Social-Media-Plattform ist natürlich ganz, ganz stark, wie gut es gelingt, diesen Feed interessant zu gestalten. Da sind wir wieder beim Beginn der Vorlesung. Nicht im chinesischen Sinn interessant, sondern eben ansprechend, nämlich so, dass der Nutzer einerseits möglichst viel Zeit dort verbringt und auf der anderen Seite auch mit den Inhalten interagiert. Möglichst viel Zeit verbringt, warum? Weil natürlich Facebook und alle anderen Social Networks keine karitativen Einrichtungen sind, sondern in erster Linie daran interessiert, Geld zu verdienen. Das bedeutet, eigentlich ganz ähnlich wie bei klassischen Medien, denken Sie an eine Zeitung, ganz egal ob eine Tageszeitung oder ein Magazin, da gibt es so etwas wie eine akzeptable oder vielleicht besser gesagt akzeptierte Menge an Werbung. Modezeitschriften enthalten in der Regel sehr viel davon. Die Anteile mögen etwas, wie auch Computerspielzeitschriften, die Anteile mögen etwas wechseln, aber niemand würde Geld ausgeben für ein Magazin, das ausschließlich aus Werbeanzeigen besteht. Außer es ist vielleicht ein Werbefachmagazin, das die besten Anzeigen prämiert. Das heißt, als Medienproduzent müssen Sie sich überlegen, drastisch gesagt, wie viel Werbung kann ich meinem Zielpublikum zumuten? Am besten wäre natürlich, das Ganze komplett werbefrei zu halten, aber es geht ja um die Einnahmen. Also versucht man natürlich, dieses Verhältnis so auszutarieren, dass genügend Inhalte da sind und genügend Platz für Werbung. Wie gesagt, das unterscheidet sich bei den einzelnen Medien und diese grundsätzliche Disposition ist auch bei Social Media nicht anders. Wenn Sie an den, ganz egal ob LinkedIn oder Facebook oder Twitter, wenn Sie an deren Homepages, an deren Feeds denken, dann haben Sie da immer eine Mischung aus Postings, die Sie abonniert haben und aus Werbung. Und wenn jetzt Facebook zwischen jeden organischen Postings 10 Werbungen anzeigen würde, wäre das vermutlich zu viel. Und die ganz entscheidende Frage ist natürlich, wie viel geht sich da aus und wie viel ist zu viel. In diesem Punkt ähneln sich klassische Medien und Social Media Plattformen, in einem anderen Punkt unterscheiden sie sich ganz, ganz gravierend. Wenn Sie Herausgeber eines Massenmediums sind, dann geht das mit bestimmten Sorgfaltspflichten, aber auch bestimmten Rechten einher. Denken Sie etwa an die berufliche Sonderstellung von Journalisten. Ein klassisches Massenmedium besitzt oder betreibt oder hat Zugriff auf eine Infrastruktur zur Distribution. Das ist im Fall des Fernsehens das Netz aus Fernseh-, aus Rundfunksendern und natürlich die Empfangsgeräte dazu. Das ist im Fall einer Zeitung eine Druckerpresse und die entsprechende Logistik, um die Zeitungen auszuliefern. Das ist im Fall von Social-Media-Plattformen eben die zugrunde liegende Technologie, die Server, auf denen Facebook läuft, die zugehörigen Clients und so weiter.
Das ist die Infrastruktur. Das klassische Massenmedium produziert auch, und das ist in der Regel der relevantere Teil als die Infrastruktur, produziert auch die Inhalte. Dafür gibt es eine Redaktion, dafür gibt es Journalisten und diese Inhalte werden dann über die entsprechende Struktur verteilt. Social Media Plattformen dagegen produzieren keine Inhalte. Social Media Plattformen sind, wenn Sie so wollen, reine Infrastruktur, leere Hülsen. Und sämtliche Inhalte, die Sie dort sehen, sämtliche Inhalte, die dort reinkommen, die werden erst von den Nutzern selber erstellt. Das bedeutet für diese Social Media Plattformen eine bestimmte rechtliche, oder nicht rechtliche, sondern eine Sonderstellung, eigentlich eine Art von Medium, die es in der Form vorher nicht gab und die deshalb natürlich auch im klassischen Medienrecht nicht berücksichtigt ist. Was ist damit gemeint? Ganz zentral steht dahinter die Frage nach der Sorgfaltspflicht oder, wenn Sie so wollen, wie sehr bzw. wann muss der Bewerber eingreifen, muss der jeweilige Betreiber eingreifen, wann darf er eingreifen? Warum ist das eine wichtige Frage? Sie müssen sich, wenn Sie eine Zeitung herausgeben, an bestimmte Kriterien halten, Sie müssen sich an Gesetze halten und Sie können beispielsweise in Österreich aufgrund des Verbotsgesetzes oder aufgrund anderer Gesetze keine verhetzenden Artikel publizieren, keine nationalsozialistischen Symbole. Und wenn Sie das trotzdem tun, dann werden Sie angezeigt werden und es wird ein Verfahren geben und das nimmt dann eben seinen gerichtlichen Lauf. Auf Social Media Plattformen, wenn dort jemand beispielsweise ein Hakenkreuz postet, dann kann der Betreiber natürlich im Wesentlichen sagen, das geht mir wirklich nichts an. Ich stelle ja nur die Infrastruktur zur Verfügung. Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren natürlich auch aus ökonomischem Eigeninteresse vor allem Facebook und viele andere Plattformen auf den Standpunkt gestellt. Wir sind reine Infrastruktur. Für die Inhalte sind ja nur die Nutzer selbst zuständig und deswegen können wir auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn hier jemand irgendetwas Rechtswidriges postet. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite kommt natürlich noch dazu, dass diese Netzwerke international ausgerichtet sind und in der Regel von den USA aus betrieben werden. Und ich glaube, es ist keine sehr übertriebene Unterstellung, wenn man behauptet, dass die amerikanische Kultur des Umgangs mit interkulturellen Differenzen keine sehr große ist. Also mit anderen Worten, die gehen erstmal vom amerikanischen Wertesystem aus. Und da sieht man auch schon beispielsweise im Vergleich zu Österreich ganz, ganz gravierende Unterschiede. Brustwarzen, speziell weibliche, eigentlich nur weibliche, gelten in den USA als unglaublich gefährlich und Bilder von stillenden Frauen, auf denen ein Teil der Brust oder gar ein Teil der Brustwarze zu sehen ist, das geht überhaupt nicht, das muss zensiert werden. Hakenkreuze sind dafür total okay, weil es eben kein Verbotsgesetz gibt. Aber bei uns ist es ziemlich umgekehrt und da steckt jetzt zum einen die Frage dahinter, inwieweit unterwerfen sich diese Netzwerke den Regulationsbestimmungen des jeweiligen Landes, in der Regel nur so weit, wie sie von der Politik dazu gezwungen werden. Und das ist auch eine permanente Reibung, die damit einhergeht, weil natürlich gerade speziell die europäische Politik in den letzten Jahren immer sehr stark den Standpunkt vertreten hat, Facebook und Co. sind eben keine reinen Infrastrukturprovider, sondern mit dem Betrieb dieser Plattform geht auch eine inhaltliche Verantwortung einher. Die Frage ist natürlich, wo beginnt und wo endet diese inhaltliche Verantwortung? Facebook, wenn wir es am konkreten Beispiel festmachen, betreibt recht große Filterinfrastrukturen, zum einen automatische Erkennung, zum anderen arbeiten da aber auch sehr viele Personen, in der Regel in Billiglohnländern. Auf den Philippinen betreibt Facebook einige solcher Filterzentren. Gibt es übrigens auch eine, ich werde das nachher raussuchen und das Moodle stellen, da gibt es eine sehr interessante Doku darüber. Die Leute, die dort den ganzen Tag abgeschlagene Köpfe und andere Grauslichkeiten sehen, bekommen tatsächlich sehr oft nach einigen Monaten schwere psychische Probleme. Wenn Sie so wollen, die Müllentsorgung, die dafür sorgt, dass wir dann zumindest die gröbsten Übelkeiten nicht zu Gesicht bekommen. Warum macht Facebook das, wenn Sie sich ja eigentlich auf den Standpunkt stellen, wir sind gar nicht verantwortlich für die Inhalte, die bei uns publiziert werden? Um quasi zu verhindern, dass es politisch irgendwann drastische Einschränkungen gibt. Das heißt, da muss man ein Gleichgewicht finden und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass eben, das ist auch etwas, das Sie sich durchaus im Hinblick auf die Prüfung gut merken können, Social Media
als Infrastruktur, wie viel Verantwortung hat man in dieser Position? Inwieweit ist das überhaupt mit einem Massenmedium vergleichbar? Nebenbei gab es auch gerade in Deutschland sehr spannende Gerichtsurteile, weil, wie ich bereits erwähnt habe, Facebook zensiert ja. Es gibt auch übrigens den Mechanismus, Community Alerting, also wenn sich mehrere Personen über ein Status-Update beschweren oder Sie kennen das, wenn Sie Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Spam-Accounts bekommen und man klickt dann auf, ich kenne diese Person nicht. Wenn das mehrere machen, dann löscht Facebook diese Profile auch. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich auch die Frage, auf der einen Seite müssen, sollen, dürfen gewisse Inhalte nicht angezeigt werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Recht auf freie Rede und freie Meinungsäußerung. Und ich meine, das war Ende vorigen Jahres, da gab es in Deutschland einen sehr interessanten Fall, wo eben jemand einen Politiker kritisiert hat auf Facebook und Facebook hat diesen Kommentar dann gelöscht und der Betreffende hat geklagt. Also wenn Sie so wollen, die umgekehrte Situation, die in der Regel auftritt, dass jemand klagt, dass eben ein Inhalt gelöscht wird. Nein, der hat geklagt und hat gesagt, okay, das mag möglicherweise kein freundlicher Kommentar gewesen sein, aber der war absolut nicht rechtswidrig und Facebook darf den gar nicht löschen. Da kommen wir jetzt auch wieder in den nächsten Bereich rein. Warum kann sich Facebook denn nicht selber aussuchen, was sie löschen? Es ist ein privatwirtschaftlicher Anbieter, die Nutzer stimmen den AGBs zu und wenn jetzt beispielsweise Facebook sagt, wir wollen das Wort Trottel nicht auf der Plattform stehen haben und jedes Status-Update, in dem Trottel drinsteht, löschen wir. Oder wenn Facebook sagt, wir wollen keine Bilder mit roten Farben drin, die löschen wir, ist eigentlich ihre Sache. Erstaunlicherweise nicht, weil in dem Fall die deutschen Höchstrichter entschieden haben, ja, grundsätzlich gelten natürlich die AGBs dieser Plattformen, aber im speziellen Fall von Facebook oder von Anbietern, die de facto Monopolisten sind oder eben eine sehr, 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 sehr große Reichweite haben, da geht dann eben schon die Verpflichtung einher, sich an die geltenden Gesetze zu halten. Und das bedeutet eben auch Redefreiheit, Freedom of Speech, wie es in den USA heißt, und führte in diesem einen konkreten Fall dazu, dass dann eben auch dieser Kommentar tatsächlich wiederhergestellt werden musste. So ein Urteil vom Höchstgericht und da sieht man, ich erzähle Ihnen das in erster Linie deshalb, damit Sie sehen, dass wir weit davon entfernt sind, von unseren rechtlichen Regulationsmöglichkeiten her Social Media wirklich gut einordnen zu können. Und das ist eben ein Prozess, der immer noch andauert und sicherlich auch ein Kräfteziehen oder Tauziehen, das noch eine Weile dauern wird. Das aber nur als Einleitung zu unserem heutigen Thema. Ich habe Ihnen die restliche Struktur der Vorlesung, die einzelnen Einheiten bis zum Ende des Semesters in Moodle abgedatet. Wird sich vielleicht noch der eine oder andere Termin verschieben, weil es noch zwei Gastvorträge geben wird. Ich habe vorher gerade mit Thomas Geiswinkler hin und her geschrieben, er ist bei LinkedIn Deutschland angestellt und verantwortlich für den österreichischen Recruiting-Markt. Der wird für uns einen Gastvortrag machen. Ansonsten schaut unser Fahrplan im Wesentlichen so aus, dass wir uns heute mit Social Media Advertising beschäftigen. Nächstes Mal, das ist der 30.04., geht es dann ums Thema Storytelling und Digital bzw. Personal Branding. Auf den beiden folgenden Terminen am 7. und am 14.05. beschäftigen wir uns mit LinkedIn. Diese Plattform möchte ich etwas intensiver behandeln. Einerseits ist das meine Hauptexpertise, andererseits denke ich wirklich, dass die für Sie auch sehr, sehr relevant sein wird, wenn Sie nach Ihrem Studium oder auch bereits während Ihres Studiums ins Berufsleben eintreten. Am 28.05. ist mal der Gastvortrag von Thomann geplant. Kann sein, dass sich das noch vertauscht. Beim neunten Termin am 4.06. schauen wir uns Social Media Marketing und die Neuropsychologie an. Und am vorletzten Termin, am 18.06. geht es ums Berufsbild Social Media Manager. Vielleicht auch ein Thema, das für einige von Ihnen relevant ist. Und beim letzten Termin, das ist dann der 25.06., werden wir nochmal kurz den gesamten Stoff der Vorlesung wiederholen. Und Sie wissen ja bereits, es wird auf jeden Fall beim ersten Prüfungstermin eine digitale Prüfung geben. Da sind die Modalitäten mittlerweile auch schon bekannt. Die Prüfung wird so ausschauen, dass Sie im Moodle Ihren Prüfungsbogen freigeschalten bekommen.
bestätigen, dass sie keinerlei Hilfsmittel verwenden, die Prüfung schreiben, hochladen. Es wird eine Prüfung mit 10 Fragen sein, mit 10 offenen Fragen, jeweils mit einem Absatz zu beantworten. 10 Punkte pro Frage, die Zusatzpunkte für die Übungsaufgaben, die ändern sich dadurch natürlich in keinster Weise. Und nur damit Sie sich gleich darauf einstellen können, es werden keine Wissensfragen sein, die man aus dem Moodle abschreiben kann, sondern eher Reflexionsfragen aller. Was halten Sie so von der DSGVO? Kurz gesagt, wenn Sie live dabei sind oder sich dann auch die einzelnen Videoeinheiten ansehen, dann sollte das gut hinhauen mit dem Prüfungsantritt. Was ich Ihnen jetzt noch unterschlagen habe, ist denn unser nächster Termin am 30.04. Da geht es dann um, Storytelling und Digital Personal Branding. Soweit also der Fahrplan. Und warum Social Media Advertising heute noch vorgezogen? Weil, und deshalb auch diese lange und ausführliche Einleitung, weil natürlich, wie gesagt, Social Media Plattformen als Infrastrukturbetreiber Geld verdienen müssen, Geld verdienen wollen, und der primäre Weg dafür ist natürlich die Werbung. Das ist auch tatsächlich die Haupteinnahmequelle der meisten Social Media Plattformen. Es gibt auch andere. Vielleicht fällt von den Anwesenden jemand, was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, wie abgesehen von der Werbung wie Facebook oder andere Plattformen Geld verdienen könnten? Vorschläge? Es gibt keine falschen Antworten. Vielleicht fällt Ihnen da sogar ein neues Businessmodell ein. Naja, Stichwort Daten. Das Rohöl der Informationsgesellschaft. Wie Ziska? Produkttests? Ja, absolut. Gab es auch viele Kooperationen, dass Nutzer Produktproben bekommen, viele Anbieter machen das letztlich, aber ist sozusagen im Gesamtportfolio, nimmt das keinen großen Anteil ein. Das Wichtigste ist die Werbung. Daten, warum? Weil eben diese, noch mehr Werbung, ja, irgendwann bis zum Punkt, dass es dann nur mehr Werbung gibt, und dann sieht man auch, dass das Facebook immer uninteressanter wird. Wenn man einen Post bewirbt, ja, ist richtig, zählt aber auch zu Werbung. Aus Facebook-Sicht. Wenn Sie einen Post auf Ihrer Page bewerben, dann sind das für Facebook auch Werbeeinnahmen. Product Placement, nein. Warum? Damit Sie Produkte platzieren können, müssen Sie natürlich selbst mediale Inhalte haben. Und es ist vollkommen richtig, dass es wahnsinnig viele Influencer gibt, die Product Placement machen. Aber das ist nicht Facebook selber. Hügesnigel. Ha, cooler Nickname. Umfragen. Vollkommen richtig. Marktforschung. Peter Zipper schreibt, es wurden immer wieder Plattformen mit Gebührenmodell angedacht, diese Plattformen waren aber nie erfolgreich. Daten zu verkaufen ist für Plattformen nicht rentabel, weil sie damit ihren Zugang zu Zielgruppen oder ihr eigenes Geschäftsmodell und damit ihr eigenes Geschäftsmodell zerstören. Heli Schwab, Benutzerdatenverkauf. Ja, tatsächlich spielt Benutzerdatenverkauf eine riesengroße Rolle. Da geht es aber nicht darum, dass man, oder nicht in erster Linie darum, dass man solche harten Daten wie Wohnadresse, E-Mail oder so etwas verkauft, sondern Präferenzdaten. Denken Sie an Cambridge Analytica. Die österreichische Post bietet ja beispielsweise auch an, dass Sie Werbung auf dem Postweg verschicken können nach politischen Präferenzen. Aber die Post sagt, wir wissen tendenziell, wer SPÖ, ÖVP, FPÖ-Sympathisant ist, aufgrund ihrer Personenprofile, die sind unfassbar ungenau. Zwei Kollegen von mir, die glaube ich sogar in der SPÖ aktiv sind, die kriegen ständig die FPÖ-Werbungen. Aber dieses Profiling funktioniert auf Facebook natürlich viel genauer. Und wenn Sie jetzt als Werbetreibender beispielsweise eine neue Kamera auf den Markt bringen und von Facebook Daten darüber erhalten, welche Personen interessiert sind an Kameras, müssen natürlich Daten, die müssen Sie in irgendeiner Form erhalten, sodass Sie die Personen auch erreichen, entweder über Retargeting auf Facebook oder über andere Parameter. Dann ist das natürlich sehr, sehr wertvoll. Es geht aber nicht nur um den Datenverkauf, die Plattformen selber werten diese Daten natürlich auch in großem Stil aus. Interessanter Punkt auch das Gebührenmodell. Da gab es einerseits, als die ersten Bedenken aufkamen gegen Facebook oder gegen den Umgang von Facebook mit Datenschutz,
gab es die Diaspora, das Projekt gibt es immer noch, eine verteilte Social Media Plattform, die im Wesentlichen Open Source Software ist. Also Sie könnten sich diese Software runterladen, auf Ihrem Server ein eigenes Social Media Netzwerk einrichten, beziehungsweise auch einen Teil der Kapazität Ihres Servers, die Sie normalerweise nicht ausgelastet, freigeben. Und das Ganze sollte so distribuiert laufen und funktioniert nicht. Speicherkapazitäten, Geschwindigkeit, Skalierung ist kaum hinzukriegen. Dann gab es übrigens auch den umgekehrten Versuch, Zoo hieß das Netzwerk, mittlerweile eingestellt. Da war es, sah sehr aus wie Facebook zu der Zeit, nur war es da so, dass Sie als Nutzer bezahlt wurden fürs Posten. Also nicht fürs Posten direkt, sondern das Modell von Zoo sah so aus, dass, ich weiß nicht mehr die genauen Prozentsätze, aber ich denke, es waren so 10% aller Werbeeinnahmen, die Plattform generiert, unter den Nutzern ausgeschüttet wurden. Und zwar nach einem bestimmten Schlüssel, je nachdem, wie viele Views Ihre Posting generieren. Ausgehend von der Idee, dass man sagt, ja, das ist für uns super wichtig, wir brauchen die Inhalte und die Nutzer sollen dafür auch honoriert werden. Wie viele andere habe ich die Idee auch ganz charmant gefunden, die Plattform eine Zeit lang ausprobiert und dann irgendwann, glaube ich, ziemlich reich geworden. Ich glaube, ich habe sogar $18 verdient dort. Aber das Modell war eben auch nicht nachhaltig. Einer der Punkte dabei war eben auch bei diesen alternativen Versuchen, sowohl bei Open-Source-Plattformen als auch bei diesen alternativen Bezahlmodellen, eben wegzukommen von dieser Datenintransparenz, die aber doch für die Werbung so wichtig ist. Kurze Zwischenfrage von Mr. Barone. Hallo Philipp, gilt das auch für die Prüfung am 30.? Die Prüfung am 30. ist der dritte Termin vom Vorsemester. Nachdem im Vorsemester eine normale Präsenzvorlesung stattgefunden hat, habe ich da die Pflichtliteratur angegeben und es ist im Moodle nicht so ausgiebig dokumentiert. Es sind aber im Prinzip die gleichen Inhalte. Also es wäre dann eher spekulativ sozusagen. Wir haben ja noch einige Termine und da müssten für diesen Prüfungsantritt sollten Sie an sich die Prüfungsliteratur lesen oder Sie riskieren. Peter Zieper, Cambridge Analytica hat sich die Daten über eine schlecht programmierte API für Apps auf Facebook gezogen. Nein, das stimmt nicht. Diese Umfragen und so weiter, ist nicht im Interesse. Nein, das stimmt leider nicht. Das ist die offizielle Darstellung von Facebook. Ich habe selber lang genug Facebook-Apps programmiert. Das war keine schlecht programmierte API. Das war Absicht von Facebook. Wenn Sie mal mit den Technikern, können Sie auch nachvollziehen. Das war der Mark Zuckerberg, dem das gelungen ist, das nennt man einen guten PR-Spin. Ja, wir haben vergessen, dass man da diese Daten absaugen kann. Nein, die haben das nicht vergessen. Die hatten das System genau unter Kontrolle, haben nur nicht daran gedacht, dass man mit diesen Daten derlei Schabernack treiben könnte. Was ist nicht im Interesse von Facebook war, lag dann vor allem daran, dass die ganze Sache bekannt wurde. Spannendes LinkedIn mit dem Sales Navigator, weil man dort nach dem Connect Zugang zu Kontaktdaten hat. Das könnte man nur als Geschäft mit... Entschuldigung, das ist totaler Blödsinn. Das wäre ungefähr so, wie wenn Sie sagen, wenn ich Ihnen eine E-Mail-Adresse schicke, dann haben Sie dann auch meine E-Mail. Ja, nona. Kontaktanfrage. LinkedIn ist ein Business-Netzwerk. Wenn Sie sich dort mit jemandem connecten, dann wollen Sie ja, dass der eine E-Mail-Adresse hat, damit er Sie kontaktieren kann. Das ist kein Handel, das ist einfach nur das Äquivalent einer Weitergabe von Visitenkarten. Ja, das trifft es ganz gut. Nebenbei gehört LinkedIn ja mittlerweile Microsoft und immerhin das einzige internationale Softwareunternehmen, das sich in vollem Umfang zur DSGVO bekannt hat. Also nein, würde ich nicht so sehen. Aber eben wieder zurück zu unserem Thema Werbung. Muss man schalten, es gibt die Daten, aber die Werbung ist die Haupteinnahmequelle. Bei der gesamten Werbung, nicht nur im Online-Bereich, hängt natürlich noch ein weiteres Thema dahinter. Und zwar die Kennzeichnungspflicht. Handys, immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Aber es ist eigentlich niemandem gelungen, dort wirklich gut funktionierende Werbung zu etablieren. Sie kennen das vielleicht. Das einzige Ökosystem, das einigermaßen funktioniert, sind die ganzen Free-to-Play-Spiele, wo man halt dann 30 Sekunden ein Video anschauen muss, um irgendwie an einer Kübel Pech mehr zu bekommen oder so.
Der Rest waren Banner, funktioniert nicht so gut am kleinen Display und meistens, wenn man irgendwie geklickt hat, dann deshalb, weil man sich verdauen hat mit dem Finger. Facebook ist es aber tatsächlich gelungen, mit seinem Native Advertising Ansatz Mobile Advertising Markt attraktiv und interessant zu machen. Man muss dazu wissen, dass Mark Zuckerberg, ich weiß das genaue Jahr nicht mehr, aber es waren ungefähr 2 Jahre, 1,5 Jahre, bevor Facebook diese Werbung eingeführt hat, sagte er, egal welche Werbeformate wir ausprobieren werden, der Facebook-Feed wird immer werbefrei bleiben. War da nicht ganz so. Was ist die Idee? Früher dachte man, Werbung quasi als, so wie auf Webseiten, Banner oder externe Geschichten, und da Facebook ist dann hergegangen und hat es ermöglicht, Werbung direkt in diesen Newsfeed zu schalten. Native Advertising deshalb, weil das Format an sich das gleiche ist, es schaut genauso aus wie ein normales Status-Update, nur mit dem Unterschied, dass es gekennzeichnet ist, dass immer wieder bei der Werbekennzeichnungspflicht, aber dass man es auch kaum mit einem Adblocker wegblocken könnte. Es gibt Möglichkeiten, aber Facebook ändert es auch immer wieder. Wie dem auch sei, die Tatsache, dass die auf die Idee gekommen sind, wir machen quasi ganz normale bezahlte Status-Updates, die hat plötzlich einen riesigen neuen Werbemarkt erschlossen. Mariela Apo, gibt es sowas wie ein Skript? Nein, es gibt kein Skript, aber es gibt die kompletten Videos im Moodle plus die Literatur. Wenn Sie gerne ein Skript möchten, können Sie selbstverständlich gerne die Literatur zur Vorlesung lesen. Da gibt es auch einiges an weiterführenden Informationen. Aber nein, es gibt kein Skript zusätzlich zu den Videos. An dieser Stelle wird es jetzt einmal Zeit, dass wir in die Praxis springen. Wie schaut das Ganze jetzt aus auf Facebook? Wenn ich da also in mein Newsfeed reingehe, habe ich oben die Stories stehen und dann kommen die einzelnen Status-Updates. Da erinnert mich Facebook daran, dass ich wieder mal Werbung schalten sollte. Und 1, 2, 3, 5. Da haben wir 5. oder 6. Update, die erste Werbung von Doodly. Wie Sie sehen, da steht gesponsert, daran erkennt man, dass es eine Werbung ist. Schaut aus wie ein ganz normales Status-Update, also Text mit einem Link. Und dann kann ich als Nutzer da draufklicken und dann komme ich eben zu dieser jeweiligen Landingpage. In dem Fall wollen sie mir da Doodly verkaufen. Was immer das ist. Doodly, also Doodly ist ja dieses Terminding. So, funktioniert dann dieses grundlegende Prinzip. Wie ich bereits vorhin erwähnt habe, Facebook muss sich überlegen, wie viel Werbung kann ich da drin anzeigen. Und natürlich, das zweite Problem, das dahinter steht, wie schaffe ich es, möglichst Werbung anzuzeigen, die jeweiligen Personen auch interessiert. Nicht, weil Facebook denkt, dass man nur tolle Werbung anzeigen sollte, sondern das hat einen ganz trivialen Grund. Das Abrechnungsmodell dieser Werbungen funktioniert anders als im klassischen Bereich. In der klassischen Werbung bezahlen Sie für Auflage, Reichweite, whatever. Wenn wir uns online anschauen, die Anfänge der Online-Werbung, Werbebanner, haben eigentlich ganz analog funktioniert zu Zeitungsanzeigen. Sie zahlen die Summe X dafür, dass dieser Banner 1000-mal eingeblendet wird. Oder, ja, also quasi, je mehr Besucher ihn sehen, desto mehr bezahlen sie. Es gibt Adblocker, Banner werden relativ wenig geklickt. Ganz am Anfang hat man da auch nicht sehr genau targeten können, man zeigt den Banner mal her und hofft, dass es irgendwen interessiert. Denn im Laufe der Zeit quasi sich die Online-Werbung immer mehr ausdifferenziert. Und dann ist auch ein großer Paradigmenwechsel gekommen. Während man vorher für das bloße Einblenden der Banner bezahlt hat, wurde immer mehr auf sogenannte CPC-Modelle umgestellt. CPC bedeutet Cost per Click. Und anders als bei den CPV, bei den Cost per View-Modellen, bezahlen Sie da jetzt nicht mehr dafür, dass ein Banner 1000-mal angezeigt wird, sondern Sie bezahlen nur, wenn jemand draufklickt. Und das ist die große Konsequenz aus diesem System. Das bedeutet, dass es zum Problem des Werbeanbieters wird, dass er die Werbung den passenden Nutzern anzeigt. Damit die ja draufklicken, weil sonst verdient er nichts. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Lassen Sie sich nicht darüber täuschen, dass wir in dieser Hinsicht in Österreich im tiefsten Internetmittelalter leben. In Österreich haben die
großen Medien bereits vor einigen, vor vielen Jahren recht früh die ÖWA gegründet, die sogenannte österreichische Webanalyse. Die veröffentlichen auch immer so Monatsdaten und es gibt da auch eine Liste, wenn Sie es ist wirklich interessant, können Sie sich mal anschauen, von Werbeträgern. Aber da sieht man zum Beispiel die großen österreichischen Seiten. Ich sortiere es jetzt mal nach Views, so dass die mit den meisten Views oben stehen. Dann sehen Sie, das ORF.at-Network, ORF.at plus zugehörige Seiten hat 179 Millionen Visits im Monat. Das ist wirklich ganz schön viel. Auf Platz 2 liegt Krone, dann kommt GMX Österreich, Styria Digital und so weiter. Und so. Das geht dann eben runter. So, gibt man das Ende der Liste. Bis hin zu Springer Medizin oder Baudatenbank.at mit 15.000, also das sind eigentlich Seiten, die deutlich weniger Zugriffe pro Monat haben als mein Blog. Aber um in dieser Liste da drin zu stehen, müssen Sie dieses Zählpixel einbauen und ich glaube 800 Euro oder so im Jahr sind es bezahlen. Also das ist kein Gratis-Service. Und dann stehen Sie in dieser Liste drin und diese Views sind in Österreich immer noch die harte Währung. Ich meine mal, wir sind... Oh, Stream Down. Eli, ist bei irgendjemandem der Stream down? Ich schaue gerade mit bei mir auf Twitch, da funktioniert eigentlich einwandfrei. Restream ebenfalls, könnte am lokalen Rechner liegen. But worry not, ich werde natürlich anschließend auch die Aufnahme, die komplette, wieder auf YouTube hochstellen. Ah, sehr gut, funktioniert, super. Nebenbei eine Bemerkung, wundern Sie sich nicht, wenn auf YouTube das eine oder andere Video, das Sie herzeigt, dann fehlt in der Aufzeichnung. Die sind da sehr penibel bei den Copyrights, aber die Links finden Sie sowieso im Moodle. Also damit zurück zu dieser Liste. Das ist also, wenn Sie so wollen, die harte Währung in Österreich und wir sind wohl so ziemlich das einzige Land in Europa, auf jeden Fall, bei dem ein großer Teil der Werbebudgets nach wie vor über dieses CPV oder Cost-per-View-Modell geschalten wird. Das ist ja hierzulande eine enge Verflechtung in einem kleinen Land aus einigen großen Medien, noch weniger großen Mediaagenturen und wahnsinnig viel Intransparenz. Also wir haben halt das Zählpixel und haben uns daran gewöhnt, aber anderswo läuft es anders. Über 90% aller Werbebudgets international werden mittlerweile entweder klickbasiert oder conversionbasiert geschalten. Wenn Sie so wollen, conversionbasiert ist die nächste Stufe. Bei CPC bezahlen Sie dafür, dass der Nutzer auf die Anzeige klickt. Bei Conversion basiert bezahlen Sie erst dann, wenn der Nutzer eine bestimmte Aktion ausführt. Also beispielsweise auf die Anzeige klickt und sich dann in weiterer Folge für ihren Newsletter anmeldet. Das wäre Conversion basiert. Jetzt sagt Ihnen natürlich auch schon der gesunde Hausverstand, dass das irgendwie teurer sein muss, so ein Klick. Und da ist die Frage, was ist lukrativer oder was ist interessanter für den Werbetreibenden und was ist interessanter für den Anbieter dieser Werbeformate? Keine ganz triviale Frage. Bei dem CPV-Modell, bei dem Cost per View, haben Sie einen Fixpreis für die 1000 Anzeigen und Sie wissen in etwa, wie viele Views Sie im Monat haben und da geht es dann darum, Ihr Inventar möglichst vollständig zu verkaufen. Beim CPC-Modell dagegen wissen Sie im Vorhinein nicht, wie viele Personen auf die Anzeige klicken werden. Man kann das grob schätzen natürlich, man hat Erfahrungswerte, aber im Detail hängt es von sehr vielen Faktoren ab, von der Zielgruppe, auch vom Sujet und so weiter, also man weiß es nicht genau. Jetzt ist die Frage, was kostet so ein Klick auf eine Werbeanzeige bei Facebook? Das ist die nächste große Neuerung, die Facebook und LinkedIn und alle anderen Plattformen beim Advertising da einführen. Es gibt keine fixen Preise, es ist ein Gebotssystem. Das heißt, wenn, hypothetisch, niemand werben würde auf Facebook und Sie sind der einzige Werbetreibende, dann können Sie ja Werbung schalten, einen Cent pro Klick anbieten und die Werbung wird dann noch angezeigt. Sie sind aber nicht der einzige Werbetreibende, sondern es gibt sehr, sehr viele auf Facebook und auf den anderen Plattformen und gebotsbasiert bedeutet in diesem Zusammenhang Folgendes. Sie wollen Skischuhe verkaufen und stellen eine Zielgruppe zusammen, die an Skifahren interessiert ist, vielleicht Personen, die in den letzten 12 Monaten einen Skiurlaub gebucht haben oder whatnot, oder sie haben ihre Liste mit Kontakten und sie möchten für diese Personen einen neuen Skischuh bewerben, da müssen sie, wenn sie diese Anzeige aufgeben, sagen, wie viel wäre ich denn bereit für einen Klick zu bezahlen.
Und Facebook sagt ihnen dann, wie viel sie mindestens bezahlen müssen, um angezeigt zu werden. Und das hängt nur davon ab, wie viele andere Werbetreibende auf dieselbe Zielgruppe bieten. Wenn ganz viele Skischuhhersteller den skiinteressierten Skischuhe verkaufen wollen, dann geht der Klickpreis nach oben. Wenn sie eine Zielgruppe bewerben, die sonst sehr wenig Personen im Visier haben, dann ist der Klickpreis günstiger. Das heißt, es ist ein dynamisches System. In der Praxis bewegen sich Klickpreise auf Facebook so. Im niedrigsten Segment, so um die 25 Cent bis hin zu bei sehr Autowerbung, bei eher hochpreisigen Dingen, bis zu mehreren Euros. Auf LinkedIn haben sie CPC-Preise, je nach Zielgruppe, von bis zu 70, 80 Euro für einen Klick. Nur zum Beispiel amerikanische, wenn sie Werbung anzeigen wollen für die Personalchefs von amerikanischen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern, dann müssen sie rechnen, dass der Klick so viel kostet. Das heißt, klassisches Marktprinzip, der Meistbietende erhält den Zuschlag, weil, und dann verstehen Sie vielleicht auch den Bogen vom Anfang, weil Facebook eben nicht beliebig viel Werbung schalten kann. Dann wäre die Plattform einfach nicht mehr interessant. Das heißt, Sie können auf diese verfügbaren Werbeplätze bieten. Das ist das Grundprinzip der Social Media Werbung. Und das zu verstehen ist sehr, sehr wichtig. Und das Ganze ist dann noch kombiniert mit, jetzt habe ich auch einen, bei Twitch einen Netzwerkfehler. So, jetzt hat es immer so schön funktioniert, aber ich glaube, Sie hören jetzt alle nicht mehr. Aha, also es funktioniert bei manchen normal und bei anderen nicht. Gut, dann hören mich einige von Ihnen. Also wie gesagt, ich mache die Einheit auf jeden Fall fertig. Könnte vielleicht daran liegen, Twitch streamt ja über verschiedene Server, dass einer dieser Server gerade nicht funktioniert. Wundert mich, weil das normal, deswegen wollte ich es auch über Twitch machen, weil es normalerweise so super zuverlässig geht. Aber der Teufel schläft nicht, wie man so sagt. Ärgerlich. Aber wie gesagt, die Aufnahme läuft auf jeden Fall weiter. Finde natürlich schade, wenn Sie sich schon extra die Zeit nehmen, da live dabei zu sein. Hoffen wir, es funktioniert wieder. Matthias fragt, kann man CPC in Österreich bewerben oder geht das nur im Ausland? Ja, man kann schon. Also einerseits über die Social Media Plattformen. Und es gibt einige Seiten mittlerweile, die das auch anbieten, aber es spielt in Österreich noch immer eine untergeordnete Rolle. Der Punkt ist auch, wenn Sie zu einer Mediaagentur gehen und sagen, ich möchte gerne auf ORF.at Banner schalten für den und den Zeitraum, dann haben sie ja relativ wenig Verhandlungsspielraum. Sagen wir mal so, ihr einziger Verhandlungsspielraum ist zu sagen, ich gebe das ganze Jahr über 100.000 Euro aus, gebt mir einen Rabatt. Also die Höhe, die sie einkaufen. Bei diesen CPC-basierten Modellen können sie mit Smartness, also bei klassischen Banner-Werbungen machen sie einen guten Banner im Idealfall und das war's. Bei der CPC-Werbung haben sie sehr viel mehr Hebel- und Tuning-Möglichkeiten auch, was Zielgruppe betrifft, und da kann man auch mit etwas Hirnschmalz und Hausverstand nach wie vor, auch wenn Facebook eindeutig gerade wieder am absteigenden Ast ist, einige sehr, sehr günstige Kampagnen fahren trotzdem. Und das macht im Marketing, wollen wir natürlich, also irgendwie werben geht immer, aber im Marketing wollen wir natürlich immer eine möglichst effiziente Möglichkeit haben, und dazu, bei mir auf Twitch geht der Stream an, weil es steht zwar live da, weil Leute den Stream nicht. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt noch abschließend zeigen, welche Hebel oder Einstellmöglichkeiten es da gibt und wie es in der Praxis denn ausschaut, wenn man so eine Facebook-Kampagne anlegt. Diese Dinge müssen Sie natürlich nicht detailliert bei der Prüfung wissen. Das ist ja kein zweijähriger
Lehrgang zum Social Media Werbeexperten. Ich möchte Ihnen nur das in der Praxis zeigen, damit Sie ein besseres Verständnis dafür für diese Dinge bekommen, die ich Ihnen jetzt beschrieben habe. Es hat schon jemand vorher erwähnt, es gibt grundsätzlich auf Facebook zwei Möglichkeiten, irgendwas zu bewerben. Das eine ist sozusagen die Facebook-Werbung für Dummies, um es auch Leuten, die sich nicht näher oder technisch befassen wollen, möglichst einfach zu machen, Geld auszugeben. Hat jedes Facebook-Posting, Facebook auch nicht gerade schnell unterwegs heute, hat jedes Facebook-Posting, so, da diesen auffälligen blauen Button Beitrag bewerben. Sie wissen ja, das haben wir auch schon besprochen, zentraler Bestandteil von Social Media Plattformen ist die Filterung. Ich habe jetzt da auf meiner Seite 3247 Abonnenten. Wenn ich irgendwas poste, diesen Beitrag zum Beispiel, dann sehen den 123 Personen. 1% von 3200 wären 32, also bei 123 nicht ganz 4% meiner Nutzer, die das sehen. Ich benutze Facebook auch sehr sporadisch und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber, dass das mehr Leute sehen, dann kann ich eben Münzen einwerfen und verschiedene Möglichkeiten, kann das sagen, ich möchte, dass auch die restlichen Page-Fans, die das noch nicht gesehen haben, dass die das angezeigt kriegen. Ich kann sagen, ich möchte, dass Personen, die noch nicht Fans meiner Page sind, das bekommen nach bestimmten Kriterien. Ich kann Freunde von Fans und so weiter targeten. Ist aber ein relativ simples System und wenn Sie mal tatsächlich Facebook-Werbung schalten wollen, würde ich Ihnen davon dringend abraten. Die Alternative ist der sogenannte Facebook Business Manager. Das ist das, professionell ist immer relativ, das bessere Verwaltungstool für Facebook-Kampagnen. Und im Prinzip ist es eine komplexere Möglichkeit, Kampagnen anzulegen. Der Prozess schaut letztendlich so aus, dass Sie zuerst einmal ein Bild oder ein Video oder mehrere Bilder, also Sujets vorbereiten. Und wenn Sie dann eine neue Kampagne erstellen, dann passiert Folgendes. Und da sind wir jetzt wieder genau bei dem, was ich Ihnen vorher erklärt habe. Ach, nur nebenbei, ich habe leider auch noch immer Network Error. Sie haben im ersten Schritt, suchen Sie sich aus, was Ihr Werbeziel ist. Bekanntheit, Erwägung, Conversion. Bekanntheit, ganz simpel gesagt, ist view-basierte Schaltung. Da zahlen Sie wie bei den ORF-Bannern dafür, dass Ihre Werbung einer bestimmten Zahl von Personen angezeigt wird. Das ist keine sehr populäre Werbeform auf Facebook. Erwägung, das wären alle CPC-Modelle. Traffic bedeutet eben, Sie bezahlen für einen Klick. Auf Facebook gibt es noch andere Klicks, also nicht nur der Klicker von externen Links, sondern Interaktionsklicker, also Like und so weiter. Applikationsinstallation, das geht schon in Richtung Conversion, Videoaufruf und so weiter. Und da eben der Bereich Conversions, wo Sie dann quasi darauf bieten, dass Sie eine Werbung schalten und jemand tatsächlich bei Ihnen was kauft und so. Wichtig ist, der am häufigsten genutzte Bereich bei Facebook ist der da. Und wenn ich jetzt sage, genau das, was wir vorher besprochen haben, ich möchte eine Werbeanzeige schalten und ich bezahle dafür, wenn Leute drauf klicken, dann würde ich hier also Traffic auswählen. Im nächsten Schritt muss ich dann einen Kampagnennamen angeben. Ich gehe nicht auf alle Features im Detail ein. Ich meine, Sie wollen auch nicht bis 19 Uhr da sitzen. Dann gibt es eben Anzeigengruppe, wie gesagt, Details nicht so wichtig, was ich Ihnen zeigen möchte. Sie legen da jetzt einmal fest, wer Ihre Zielgruppe sein soll. Standort muss immer angegeben werden. Das wäre einerseits ganz Österreich. Ich kann jetzt aber hergehen und das wesentlich genauer eingrenzen und zum Beispiel sagen, ich möchte nur im zweiten Bezirk schalten. Ich könnte jetzt aber auch hergehen und sagen, was natürlich für lokale Shops sehr interessant ist. Ich möchte nur in der unteren Augartenstraße und in einem bestimmten Radius, den man da einstellen kann, mindestens 1 Kilometer, maximal 80 Kilometer. Dann auf der Karte angezeigt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 1 Kilometer rund um die untere Augartenstraße werben möchte,
dann sind es 170.000 Personen. Sie müssen mindestens 200 Personen in der Zielgruppe drin haben. Das ist ganz schön viel, aber das liegt wahrscheinlich daran, ja, zweiter und erster Bezirk sind dicht besiedelt, aber es ist trotzdem sehr viel. Wie gesagt, man muss den Zahlen natürlich auch immer glauben. Was passiert denn da, wenn ich auf 2 Kilometer... Ups. So, 2 Kilometer. Da ändert sich gar nichts. Muss ich da rüberschieben. Witzelig. So, 2 Kilometer. Dann hätten wir jetzt schon 300.000 Personen, wie Sie sehen. Also Facebook zeigt Ihnen da in dieser Dachoartigen Voransicht immer an, wie groß Ihre Zielgruppe wäre. Bleiben wir also beim Kilometer um die Augartenstraße. Dann können Sie noch das Alter eingrenzen. Sagen wir mal, es ist ein Produkt für eine Dienstleistung für Studenten gegen Ende ihres Studiums oder beziehungsweise während des Studiums irgendwas Job-related. Dann sagen wir, wir nehmen 20 bis 23. Ich könnte noch trennen eben zwischen Mann, Frau und alle. Wie Sie sehen, Facebook hat ja mittlerweile, glaube ich, 30 Geschlechter, dort, wo es um Geld geht. Verwendet man natürlich Männer oder Frauen. Und das sind sozusagen die grundlegenden demografischen Daten. Sehr interessant ist dann natürlich die detaillierte Targeting-Auswertung. Da können Sie verschiedene, neben den demografischen Merkmalen, verschiedene Interessen oder Verhaltensweisen eingeben. Und so wie das Facebook anbietet, wenn ich jetzt zum Beispiel... Sagen Sie mal ein Hobby bitte, mir fällt gerade nichts ein. Oder, doch, mir fällt was ein. Schweißen ist zwar kein Hobby. Schweiß gibt es auch als Interesse. Schweißen. Ich habe letztens eine Kampagne zu Schweißen gemacht. So, jetzt sehen, Entschuldigung, 1000 Personen müssen es sein. Jetzt sehen Sie, wir haben weniger als 1000 Schweißer im 1 Kilometer Umkreis um die Untere-Augarten-Straße zwischen 20 und 30. Ist eine zu kleine Zielgruppe. Jetzt müsste man das vielleicht allgemeiner halten und eher schauen, gibt es genug Metall. Metallverarbeitung, da kann ich Schweißer dazu nehmen. Haben wir immer noch weniger als 1000 Personen, dann muss ich da oben was ändern. Dann kann ich sagen, fahren wir entweder mit dem Alter rauf. Na, und bitte da noch immer weniger. Dann müssen wir halt den Radius weitermachen. So. Und jetzt sehen Sie schon wieder im Radius von 19 Kilometer rund um meine Wohnung gibt es 8300 Personen zwischen 20 und 32 mit den Interessen Metallverarbeitung oder Schweißer. Das bedeutet nicht, dass diese Personen explizit auf ihrem Profil angegeben haben, ich interessiere mich für Schweißen oder Metallverarbeitung, sondern das sind tatsächlich Interessen, die Facebook aufgrund der Nutzung zuordnet. Also wenn Sie jetzt öfter mal Schweiz-Videos sehen oder Web- oder Facebook-Seiten von Schweißgeräteherstellern abonnieren oder besuchen, dann denkt Facebook irgendwann, hey, der interessiert sich für Schweißen. Und dann fallen sie in diese Zielgruppe. So stelle ich mal die Zielgruppe zusammen. Im nächsten Schritt geht es dann um die Platzierung. Also an, wo soll diese Werbeanzeige geschalten werden? Da bietet Facebook eine ganze Latte von Platzierungen an. Es gibt einerseits Facebook selber, Instagram bzw. der Facebook Messenger kann man auch über dieses System bespielen und Audience Network sind weitere Webseiten, die Facebook vermarktet. Wir haben jetzt immer vom Feed gesprochen, also Werbung, die direkt in den Feed reingeschalten wird. Das wäre also dieses Facebook Newsfeed. Ich nehme jetzt alles andere mal weg, der Einfachheit halber. Wie gesagt, wir haben da ja auch keine Werbemanager-Ausbildung, sondern es geht noch um etwas anderes. Wir schalten das in den Feed und im nächsten Schritt legen wir jetzt Budget und Zeitplan fest. Das heißt, ja, Linkklicks ist das, was wir vorher ausgewählt haben. Ich kann ein Kostenlimit angeben. Ich kann sagen, ich möchte am Tag $20 ausgeben und das soll laufen von heute bis Donnerstag nächster Woche. Das heißt, $20 mal 7, dann sind das insgesamt, also das ist im Mai, bis nächste Woche, dann sind es insgesamt eben $140, die ich dafür ausgeben würde. Und dann klicke ich auf Weiter. Und dann im finalen Schritt, das geht jetzt nicht mehr genau durch, würden Sie dann Ihre Sujets hochladen, Ihr Bild oder Ihr Video, das Sie bewerben. Dann, wenn das erledigt ist, klickt man auf Bestätigen. Dann prüft jemand diese Werbeanzeige, ob sie den Facebook-Richtlinien entspricht und dann geht diese Werbeanzeige online. Was jetzt eben interessant ist,
wenn man selber diese Werbung schaltet, die geht es nochmal zurück zu dem vorigen Schritt, und zwar zum Budget und Zeitplan. Da können Sie dann umstellen eben täglich erreichte Einzelpersonen, das wäre Cost per View, und die Linkklicks oder Landingpage-Aufrufe sind eben die Klicks. Jetzt sagt Facebook standardmäßig, du gibst $20 aus und wir verschaffen da mit so viel Klicks, wie halt gerade möglich ist. Wenn man da mehr händische Eingriffsmöglichkeiten haben möchte, dann kann man so hier ein Kostenlimit eingeben, sagen wir mal $1. Das ich maximal für einen Klick ausgeben möchte. Und wie ich Ihnen vorher gesagt habe, die Frage ist eben immer, wie viele andere Werbetreibende schalten für dieselbe Zielgruppe. Und Facebook sagt man dann auch, das von dir eingegebene Budget schränkt die Anzahl der Ergebnisse ein, die du erhältst. Und gib mal so prognostizierte Schätzungen, wie viele Linkklicks ich mit diesem Budget bekommen würde. Wenn ich jetzt das 20 Euro Budget pro Tag gleich lasse und stattdessen 2 Dollar auf einen Linkklick biete, dann ändert sich da bei diesen Zahlen gar nichts. Das heißt, so könnte man indirekt sagen, in dieser Zielgruppe bringt es eigentlich gar nicht viel mehr, den Klickpreis zu erhöhen. Wenn man diese Mechanismen nutzt, dann muss man schon sehr genau wissen, was man tut. In der Regel, wenn man das Ganze auf Automatisierung laufen lässt, dann wählt Facebook eben den niedrigstmöglichen Klickpreis. Wenn dann so eine Kampagne, nicht nur erst wenn sie durchgelaufen ist, sondern bereits während die läuft, bekommen Sie da eben diverse Daten. Also das ist eine uralte ATV-Kampagne. Sie kriegen dann angezeigt, wie viele Impressionen das waren. In dem Fall haben wir auf Impressions geschaltet. Schauen wir uns mal die da an. Werbekampagne zu einem Buch von einem Kollegen von mir. Da haben wir $5 täglich ausgeben. 4.900, also knapp 5.000 Leute haben auf diesen Link geklickt, 300.000 Leute haben diese Werbeanzeige gesehen und insgesamt haben wir $2.700 dafür ausgegeben. So schauen Werbekampagnen auf Facebook aus, wenn ich mich anstrenge. Aber wie gesagt, es ist ein relativ fader Job und es war ein Freund von mir. Aber Sie sehen halt dann damit am Ende, wie viel Sie in dem Fall für einen Linkklick bezahlt haben, und das ist es auch letztendlich, was Social Media Werbung durchaus so überdurchschnittlich attraktiv macht. Sie ist im Vergleich zu vielen anderen Werbeformen sehr, sehr kostengünstig, wenn Sie die richtige Kombination aus Zielgruppe, Sujet und Message eben finden. Das heißt, noch einmal zusammenfassend, Social Media Advertising ist gekennzeichnet durch folgende drei Punkte. Zum ersten, ein beträchtlicher Teil der Werbung wird als Native Advertising direkt in Feed geschalten. Es gibt auch andere Formate abseits, aber das ist der wichtigste Bereich, der bekommt auch am meisten Views. Zweitens, es gibt keine fixen Werbepreise, sondern es gibt auch keine fixen Werbepreise für die Views, sondern sie bieten einen bestimmten Betrag. Wie hoch der sein muss, hängt davon ab, wie viele andere Personen werben. Und drittens, Sie können beim Targeting, das jetzt so sehr wichtig ist in der Werbung, bei der Auswahl der Zielgruppe auf ein relativ breites Set an Interessen zugreifen. Wir werden in einer der nächsten Einheiten uns dann im Vergleich auch den LinkedIn Ad Manager anschauen, der ziemlich anders funktioniert, was das Targeting betrifft. Facebook ordnet diese Interessen den Nutzern automatisch zu. Auf LinkedIn können Sie auf die Eigenschaften, auf diese Parameter targeten, die der Nutzer selber eingibt. Bessere Datenqualität, höherer Preis. Facebook natürlich sehr im B2C, Business-to-Customer Bereich. LinkedIn ein B2B, Business-to-Business-Netzwerk. Aber wie gesagt, in beiden Fällen, Werbung ist ein ganz, ganz zentraler Einkommensbestandteil, Refinanzierungsmöglichkeit für Social Media. Und deshalb, ja, ein Bereich, der in der Regel anbieterseitig eben so gestaltet wird, dass man versucht, möglichst viel Werbung zu verkaufen, möglichst hohe Umsätze damit zu erzielen. Aber der Nutzer, der akzeptiert eben nur ein bestimmtes Maß an Werbung. So viel mal ganz grob einführend
zum Thema Social Media Advertising, digitales Ökosystem. Wir sehen uns nächste Woche auf Twitch wieder an gewohnter Stelle, dann hoffentlich ohne, dass der Stream zusammenbricht. Danke fürs Dabeisein.